Ja, da haben wir einen Austin Healey 100/6 BN4. Jo. Baujahr 57, also auch 60 Jahre alt. 2,6 Liter Hubraum, 117 PS. Dietmar Böwing, Christa Böwing. In 2017 Dritter der Klasse 2, aber Best Car of Show. Whatever that means. Spitzname Big Healey oder auch The Pig, weil es die Sportversion ist. Sechs Zylinder, ein 2 plus 2 Sitz, das heißt, sind sie noch zwei Notsitze für alle Fälle oder für den Schminkkoffer von den Mädels. Ist Linkslenker nach USA exportiert worden, danach 20 Jahre in England und 2004 von einem, hat der Besitzer das von einem Engländer in Spanien gekauft. Ja, mein Gott. Man muss sich überlegen, wo das Auto rumgekommen ist. Ne? Komplettrestaurierung, immer noch ein englisches Nummernschild, weil er noch in England zugelassen ist. War das Original so mit der Farbe rechts in der Tür? Ich kenne die eigentlich immer nur in dunkelgrün, komplett. Ne? Schön. Ja, sieht schön aus, tolles Fahrzeug. Sehr schön, vielen Dank fürs Kommen. Haben wir einen Trabant hier oder nicht? Haben wir nicht, ne? Schade. Was wolltest du denn damit jetzt sagen, hör mal? VW Bus T2, klein A. Andreas Wiesner, Matthias Wiesner und Max Wiesner. Max ist hinten, oder? Servus, Max. Und wen hast du neben dir, der Schwester? Ja. Und du darfst schon aus dem Fenster gucken. Wink doch mal da raus. Also, ein T2-Bus, wie man sieht, wurde von 67 bis 70 gebaut. Und dieses Modell ist halt das mit den unten liegenden Blinkern und den kleinen Trittbrettern an der Seite und auch an den ovalen Heckleuchten erkennbar. Ist ein Reimport, das heißt, alles, was amerikanisch war, wurde auch dann zurückgerüstet. Der hatte nämlich an der Seite auch so kleine gelbe Dinger. Wurde 2010 aus Kalifornien selber reimportiert und anschließend zwei Jahre lang komplett restauriert. 2016 wurde er zum schönsten Fahrzeug von der Jury gewählt. Das ist schon wieder zwei Jahre her. Ja, was ist passiert? Da geht noch was? Was denn? Ja, ihr habt sauber gemacht. Wo sind denn hier die Bestechungsgeschenke, hör mal? Sag, nee, ist ja nie vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei, brauchst nicht mehr ins Handschuhfach gucken, liegt sowieso nichts drin. Wie heißt die Farbe? ACV-Kulier, danke schön. Hab ich ja auch, hör mal. Kannst von mir auch haben. Nee, ist schön auch mit den Seitenscheiben, dass man das aufmachen kann mit den kleinen Ausstellfensterchen. Ist kein Samba. Samba war dann die nächste Version, die da oben noch die Dinger drin hatte. Aber das ist ein schönes Fahrzeug. Auch mit der Doppellackierung sieht sehr schön aus. Ist ja heute wieder modern. Ne? Wenn man heute die neuen T6 sieht, haben wir auch wieder die Zweifarbenlackierung. Sehr schön. Vielen Dank fürs Kommen. Andreas Wiesner und Matthias und Max und die Geheime. Ja, sowas kennen wir doch. Golf GTI, aber schon der 1800er, der sogenannte Pirelli GTI. Ein 83er, Fünfganggetriebe mit den großen Rückleuchten, 112 PS, 1760 Kubik, Volker Barenberg und Rainer Halberkamp. Er sagt selbst, er hat sich diesen Golf 1 GTI als vierter Besitzer und dritter Halter gekauft. Bei Karl-Heinz Dieter, die Werkstatt haben schon viel von gelesen, die restaurieren gut, glaube ich, der Dieter. Der hat schon mal eine Pritsche restaurieren lassen, habe ich schon mal bei einem Sandstrahler getroffen. So, hat ihn ab März 2017 technisch in Stand setzen lassen. Ja gut, so Autos haben auch gewisse Verschleißteile, aber sonst sieht er sehr original aus. Selbst der Spoiler hängt relativ gerade, den habe ich früher immer daneben gehängt gehabt. Das hat man versucht, hinter den beiden Teilen mit Alu was zu verstärken irgendwie, hat nie geholfen. Schiebedach drin, immer gucken, dass die Abläufe frei sind, weil da rostet er sehr gerne. Was hat er für Sitzrinnen? Die grau gestreiften, sehr schön. Ja, tolles Fahrzeug. Ist damals so ein bisschen als Auslaufmodell, weil VW sein Regal geräumt hat und hat dann schnell den Pirelli GTI draus gemacht. Charakteristisch hauptsächlich die Pirelli-Felge mit dem P. Und diesmal in schwarz mit dem silbernen Streifen. Sehr schönes Fahrzeug. Volker Barenberg, Rainer Halberkamp mit Anhang, sag ich mal. Winke, winke. Vielen Dank fürs Kommen. Ade, tschüss. Wow. So schnell kann ich gar nicht blättern hier. Ein Exportkäfer. So hieß er damals. Wieder Bier. Export. 1200er Exportkäfer, Baujahr 64, 34 PS, 1200 Kubik. Janina Peters und Anja Teuerzeit. Was soll ich dazu sagen?
21,5 Millionen Fahrzeuge war der Käfer das meistverkaufte Auto der Welt, bevor er dann in 2002 vom Golf übertroffen wurde. Auch hier, Schiebedach vorne, das Ding kommt aus Amerika, wurde gern genommen, dieser Windschutz. Und was sehe ich denn? Weißwandreifen, auch die Felge mitlackiert in der Wagenfarbe und dann den schönen Deckel drauf. Bisschen Schlafaugen auf den Scheinwerfern, die Export-Stoßstange mit den Hörnern, das hatte der Deutsche ja nicht. Und hinten diese holländischen Kofferträger, hätte ich fast gesagt. Aber die kommen aus Holland, sieht gut aus, ist auch damals wirklich so benutzt worden, damit man die Klappe noch aufmachen konnte, wurde das so hochgesetzt. Ja, sieht toll aus, das Auto. Ist aber natürlich nachlackiert, wenn ich das richtig sehe. Da unten ist auch so ein Streifen Schutzfolie, dass da nichts dran passiert. Alles gut. Ja, vielen Dank. Nettes Fahrzeug, danke fürs Kommen. Sieht gut aus, finde ich. Ja, absolut. Ich muss immer so Autos noch hinterher gucken. Man kann die noch so schnell umblättern. Das ist wieder ein Deux-Chevaux. Oh, da habe ich vorhin neben gestanden. Was hat der Beifahrer alles erzählt? Man konnte Probe sitzen. Die Lederausstattung. Die Lederausstattung ist original und da gibt es nur noch 5 Stück von in Deutschland und einer wurde in Frankreich neulich verkauft. Ne? Hat er erzählt. So. Also, Helmut Bertsch, Sebastian Bertsch, Vanessa Bertsch. Musst du so viel Gas geben? Der geht doch nicht aus, oder? 86er Baujahr, 597 Kubik. Das Fahrzeug ist restauriert und war 30 Jahre in einer Hand. Aber die Lederausstattung ist original, ja? Das sagt er immer wieder. Da war kein Riss drin, nix. Da habt ihr nichts gemacht. Unglaublich. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Deux Chevaux, 2CV6, letzte Version, Baujahr 86. Mit roter Innenausstattung. Wow, wow, wow. Vielen Dank fürs Kommen. Vorhin haben da Leute dran gestanden. Da war der Fahrer war vorne am Kofferraum dran und die Dame war hinten dran. Da steht einer daneben und sagt, der hat ja gar keinen Motor. Ja, wer es wissen muss, weiß, dass er einen Mittelmotor hat. Der sitzt da hinten unter der schwarzen Klappe. Und ein Porsche 914, 100 PS, 2 Liter Porsche. Deutsches Modell wahrscheinlich, weil in Amerika wurden hauptsächlich 1700er verkauft, glaube ich. Wahrscheinlich aus Abgasnormen. Barbara Schürmann, Peter Echterhoff. Barbara hat sich verändert ein bisschen mit dem Bart. Aber macht ja nichts. Ne? Ist der Falsche. 57, 58, Entschuldigung, es sind 2 hintereinander. Der andere ist sogar da, ne? Wie, mach schneller. Die 58, Klaus Pietsch und Reinhard Reiskemper, Entschuldigung. 2, 9, 14 hintereinander. Aber der eine war ein Jahr jünger. Also dies ist der 74er, ehemaliges Polizeiauto, Kauf von der Landespolizei, was, wo, in Baden-Württemberg wahrscheinlich, ne? Wo? In Arndt, die Sauerländer haben so ein Auto, die haben aber nötig gehabt, ne? Ja gut, auf der A45, ich kann, wenn ich dich nicht sehe, kann ich dir nichts sagen. Alles klar, tatsächlich. Also ein Ex-Polizei-Porsche, die sind natürlich immer ohne Dach gefahren. Cool. Guck, der hat das Blaulicht, hat er hinten links gehabt quasi, aus dem Motordeckel daraus. Also 914 war natürlich der sogenannte Fox-Porsche, den hat VW quasi im Zusammenhang mit Porsche hat bauen lassen. Gab es auch als 6-Zylinder-Version mit dem breiten Backen. Dies ist der 2-Liter 4-Zylinder mit 100 PS. Ex-Polizei-Porsche, finde ich toll. Cool. Ich hätte das Licht ja wieder draufgesetzt. Aber das glaubt ja keiner. Ne? Dankeschön fürs Kommen. Sorry mit der Verwechslung. Also 2, 9, 14 hintereinander. Triumph Spitfire Mark 4 1500. Eggert Wiese aus dem Kam und Jens Wiese. Vorhin, als sie angekommen sind, haben sie erstmal gegenseitig abgeklatscht, habe ich gesehen. Weil wir die Rallye gerade mal in der Zeit, war ein bisschen eng heute, glaube ich. Ne? Ja, wir wollten ja auch so ein bisschen, also ich nicht, aber der Franz wollte so ein bisschen steigern. Und nächstes Jahr gibt natürlich noch irgendeine Sauerei dabei, habe ich gehört, da will man was machen. Also ein Triumph Spitfire, 1500 Kubik, 69 PS, Baujahr 76. Das letzte Modell, zu dem dieses Fahrzeug gehört, war der MK4 1500. Ist ja dieser dann, ne? Der bis 80 gebaut wurde. Er wird auch gerne Spitti genannt. Also er sieht gut aus. Ich weiß an diesem Schriftzug vorne drauf, dass es die letzten waren. Die ersten hatten das nicht. Ich kann mich aber erinnern, habe ich das letzte Jahr auch schon gesagt, soll ich nicht sagen, mit dem ADAC, er weiß das noch. Also ich sage das nicht mit der Zitrone, was er mal gekriegt hat.
Das war, lag daran, der Außenspiegel ist immer abgefallen, weil die den so schlecht verschraubt hatten. Und das war bei den Testern so, das hatte nichts mit Rost zu tun. Diese Fahrzeuge halten inzwischen. Heute gibt es ja besseren Rostschutz und alles. Ne, habt ihr im Griff den Rost, oder? Mit heutigen Mitteln auf jeden Fall. Schön Hohlraumschutz und alles, schön. Ja, tolles Auto. Vielen Dank fürs Kommen. Und nicht böse sein wegen dem Spiegel. Ich muss das sagen. Tschüss.